sitzt. Wow. Echt jetzt? Das Paramore, weil es gibt jetzt Silber alles später. Oh Mann. Auch die Teile. War einst ein kleines Atom-U-Boot, das fuhr noch nie zur See, das fuhr noch nie zur See. Ole, ole, hissen müssen die Matrosen segeln die Höhe, die mich alle gleitet über war einst ein kleines Atom-U-Boot, das fuhr noch nie zur See, das fuhr noch nie zur See. Owe, owe, hissen müssen die Matrosen segeln die Höhe, die Regatte gleitet über Atom-U-Boot, das fuhr noch nie zur See, das fuhr noch nie zur See. Owe, owe, hissen müssen die Matrosen segeln die Höhe, die Fregatte gleitet über See. Kurs! Ich taufe hiermit das Cabaret Voltaire auf den Namen. Achtung, bitte kurz da stehen bleiben. Oder was? Sofern es noch funktioniert. Ich glaube, das ist ein bisschen. Okay, super. Vielleicht noch ein Stück zurück. Ich weiß einfach nicht, glaube ich. Auf den Namen! Auf den Namen! Die Kurs! Manifest verlesen. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Wo ist Adrian Nott? Ja, wir können natürlich nicht ohne Adrian Nott anfangen. Adrian Nott, Direktor des ehemaligen Cabaret Voltaire. Bitte ins Niederdorf auf die Straße. Adrian Nott will ich kommen. Vielen Dank für die Fackeln. Ich freue mich, dass so viele Leute heute gekommen sind, um diese Schiffstaufe mitzumachen. Das Kabarett gibt es nicht mehr. Wir sind die Kurs. Und ihr seid auch die Kurs. So. Wir sind alle die Kurs. Ja. Das brauchen wir nicht mehr. Jetzt darf ihr. Meine Damen und Herren, wir brauchen ein Schiff. Ja. Ein Schiff, dessen Konstruktion nicht mehr linguistisch als technisch ist, dessen Konstitution als Ort selber die Suche bedeutet, nach Reinheit als Freiheit von Wahrhaftigkeit. Identität, Authentizität. Jawohl! Wir brauchen die Kunst! Ja. Die Kunst! Die Kunst macht sich auf, den letzten Wahl zu fangen. Hallo! Den allerletzten! Diese Kunst liegt in einem unterseeischen Hafen im Baikalsee in Niederdorf und wartet darauf, durch einen tektonischen Grabenriss in die Weiten des Pazifiks und des Südsees tauchen zu können. Und die Kunst ist universal. Ja, sie lässt euch keine Wahl. Sie nimmt euch mit auf die letzte Reise, an deren Ende, als sie als reines Raum erscheinen und das Individuum unserer Gegenwart und sein System der unreinen Reinheit, der unauthentischen Authentizität, der produzierten Leere und sprechenden Sprachlosigkeit vom Antlitz der Erde gezählt sein wird. Die Kunst ist wie Leere. Die inhärente Bedeutungslosigkeit und das als Kampfansage. Sie ist der Ismus der Sinnferne und damit das größte totalitäre System
das wir je zu errichten wagen. Lieber Adrian Hotz, wo auch immer du sein magst, wahrscheinlich schon verschwunden, weil wir jetzt hier sind. Wir taufen dich, Cabaret Voltaire, zum Kurs. Wollt ihr nach Hause gehen? Dann nehmt doch die Tram. Wollt ihr die ganze Welt? Dann steigt jetzt ein in den Kurs. Die Diktatur der Kunst, ich glaube, das ist von Mese, oder?